Moin Freunde des starken Stroms. In meinem Stream werde ich oft gefragt, was denn das alles für Setups sind oder Builds, die ich da für meinen Strom quasi hingebaut habe. Und da dachte ich mir, okay gut, fangen wir mal an und machen wir mal von Anfang an ein richtig schönes Tutorial über die verschiedenen Strombuilds. Wir gucken uns erstmal Biomasse an, also Early Game, dann geht es weiter über Kohle, hin zu Treibstoff, dem ersten Build, Stage 1 nennen wir es mal, Stage 2 und Stage 3, also drei Stufen an Treibstoffbuilds bis sozusagen zum letzten, was wir rausholen können aus den Treibstoffgeneratoren. Nuklear gucken wir uns wahrscheinlich in einem anderen Video an, das würde hier ein wenig zu weit führen. Also dann starten wir auch gleich rein. Ich bin der Tuki, danke fürs Anklicken und los geht's! So meine Lieben, und jetzt kommen wir auch schon zum ersten Aufbau im Early Game, Biomassegeneratoren. Voraussetzung für dieses Bild sind vier Sachen. Nummer 1, aus Tier 1 benötigt ihr Basisaufbau und Logistik. Basisaufbau, damit ihr die Fundamente habt. Logistik, logischerweise für Förderbänder und Splitter und Fusionatoren. Aus Tier 2 benötigt ihr Hindernisbeseitigung, damit ihr auch tatsächlich den festen Biotreibstoff habt. Und aber auch Logistik MK2, einfach weil wir die 120 Produkte pro Minute auf einem Fließband brauchen. Also, ihr seht hier ein Setup, 15 Biomassegeneratoren. Das Setup hier selber bietet die Möglichkeit bis zu 45 zu befeuern mit dem Treibstoff. Aber ich habe hier erstmal nur 15 gebaut, die 15 in sozusagen Dreierreihen. Drei werden immer an einen Mast angestellt oder angebunden und dieser Mast wird dann hier quasi in an so einem, ja, sag ich mal, Submast, Hauptmast verbunden. Und ganz am Ende gibt es hier den schwarzen Mast, der hier im Prinzip als Hauptverteiler fungiert. An dem schwarzen Mast sind die Konstruktoren und jetzt sehen wir das hier auch gleich. Wir haben hier drei Lagercontainer, grün stellt hier Blätter dar. Braun Holz und ihr seht hier schon, die Blätter und das Holz geht hier in drei Konstruktoren, bzw. vier. Die hier werden mit dem 120er Band, also Mark II, weitergegeben, denn das Rezept für Biomasse mit Blättern benötigt 120 pro Minute und gibt 60 aus. Das machen wir hier beides. Und diese 60 Biomasse werden hier mit einem Fusionator zusammengeführt, sodass wir hier 120 bekommen, deswegen hier das Förderband MK2. Diese 120 braucht auch das Rezept für festen Biotreibstoff, 120 die Minute, und macht 60 Biotreibstoff, festen Biotreibstoff. Bei Holz verhält es sich ein wenig anders. Wenn wir uns das Rezept für Biomasse aus Holz angucken, brauchen wir 60, nicht 120, 60 Holz die Minute und machen 300. 300 können wir aber an unserer jetzigen Technologiestufe gar nicht wegbringen. Deswegen haben wir hier nur 120er Bänder dran, aber dazu gleich mehr. Wir haben einen Holzcontainer. 120er Band, der splittet sich auf in zwei 60er Bände und so, dass wir hier 300 und hier auch nochmal 300, theoretisch 600 Biomasse machen, können aber leider nur 240 abnehmen. Deswegen an jedem von diesen Konstruktoren ein MK2 Band, was 120 Biomasse quasi dann befördert und auch hier das gleiche Rezept. Wir brauchen die 120 Biomasse, die bekommen wir auch und machen 60 Biotreibstoff die Minute. Insgesamt also 180 Biotreibstoff die Minute. Mit 180 Biotreibstoff könnt ihr exakt 45 Biomassegeneratoren betreiben, mit einem Konstruktor 15. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr tatsächlich nur einen Konstruktor haben wollt, 15 mal 30 Watt schon 450 habt. Wenn ihr aber noch mehr Strom benötigt, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit 45 mal 30 Watt 1350 Megawatt zu befeuern bzw. zu generieren. Würde ich euch immer empfehlen, auch mal nochmal stehen zu lassen, diesen Aufbau, einfach weil ihr damit auch Lastspitzen abfangen könnt. Kommen wir nun zum Early Game Ende so ein bisschen. Wir haben Kohlekraft, also Voraussetzung für dieses Setup hier ist tatsächlich in Tier 3 die Kohlekraft zu erforschen. Ich empfehle euch auch nochmal die einfache Stahlproduktion mitzunehmen und in Tier 4 noch Logistik MK3. Das macht die Sache ein wenig einfacher, ist aber optional. Schauen wir uns mal an, was wir hier machen. Wir haben hier tatsächlich 16 Kohlekraftwerke, die hier funktionieren, die insgesamt eine Megawattzahl von 1200 Megawatt generieren. Was benötigen wir dazu? Wir brauchen mindestens 240 Kohle die Minute, also exakt eigentlich. Und da kommt noch natürlich das Förderband MK3 ins Spiel. Das könnt ihr hier, wenn ihr das habt, könnt ihr das mit einem Förderband alles ranholen. Wenn ihr das nicht habt, braucht ihr zwei MK2, die je 120 in diese beiden Reihen verteilen. Aber fangen wir vorne an. Wir benötigen Wasserextraktoren, 6 an der Zahl, und jeweils 2 verbinden sich zu einer Pipe. Zu einer Pipeline hier. Die sind hier nicht verbunden, aber 2 zu einer Pipeline. Die seht ihr hier, die gehen hier hoch zu unseren Kohlekraftwerken. Die nächsten 2, auch eine Pipeline, gehen hier auch wieder hoch.
Und dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal zwei, auch zu einer Pipeline, auch hier hoch. Warum? Dazu schauen wir uns mal den Kohlegenerator an. Und ihr seht, er braucht 15 Kohle die Minute und 45 Kubik Wasser die Minute. Das rechnen wir mal kurz aus. Ein Förderband, wir haben ja gesagt, wir brauchen 240 Kohle. 240 durch 15 sind exakte 16 Kohlegeneratoren und 6 Wasserextraktoren. Einer macht 120 Wasser. Das sind also 720 Wasser durch 45 sind auch exakt 16. Ihr seht also, dieses Setup geht ganz genau auf. Der schlaue Zuhörer oder Viewer weiß jetzt natürlich, Mensch, du hast aber auch nur Mark 1 Rohre. Und durch ein Mark 1 Rohr passt ja nur 300 Kubik Flüssigkeit. In dem Fall korrekt. Und deswegen schließen wir auch immer nur zwei Wasserpumpen an so ein Rohr an. Und wohlgemerkt, diese Wasserpumpen sind nicht übertaktet. Die laufen ganz normal auf 100%. Bei Wasserpumpen natürlich persönliche Präferenz, aber da ich ja unendlich Wasserpumpen bauen könnte, sehe ich da irgendwie nicht den Sinn, die zu übertakten. Wie dem auch sei, so haben wir also 240 Kubik Wasser pro Pipe. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Und jetzt schauen wir uns mal das Setup an. Ihr seht jetzt hier die Pipes und die Kohlegeneratoren. Ich habe 8 in eine Reihe gestellt. Und die 8 bekommen jetzt hier erstmal auf dem Förderband MK3, in dem Fall könnt ihr auch MK2 nehmen, das ist dann völlig egal. Bekommen dann hier ihre Kohle rein, 15 die Minute. Wie gesagt, 120 bei 8. Und hier genau das gleiche auf der zweiten Seite bekommen sie auch die Kohle rein. Das geht ganz genau auf, das seht ihr hier auch. Das flutscht hier nur so durch. Ja, das heißt, es wird auch so viel benutzt, wie ja, quasi geliefert wird. Jetzt geht es hier weiter. Wir gucken uns mal kurz die Schornsteine an. Alle dampfen, das heißt, das Setup funktioniert. Wie ist das mit dem Wasser? Und jetzt wird es ein bisschen wild. Eine Pipe, die ja 240 Wasser transportiert, schalten wir hier einfach komplett an. Und zwar einmal komplett durch. Das gleiche machen wir mit der zweiten Pipe hier hinten. Auch einmal komplett die 240 einmal angeschlossen. Die dritte Pipe kommt von der anderen Seite und ergänzt quasi hier, ne, verbindet sich auch mit den einzelnen Pipes, einmal hier und einmal hier. Sodass wir insgesamt in diesem gesamten System die 720 anliegen haben. Aber wie funktioniert das? Es passen ja nur 300 rein. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Im Endeffekt, das Wasser hier durchgeschoben ist ungefähr ja, hier, ne, so mittig. Und wenn wir mal überlegen, hier kommen ja 240 und 120 durch 45, 2,6. Also das Wasser wird ungefähr bis hier so kommen. Ne? Irgendwann ist das halt hier weg, die 240. Und dann kommen die 120 noch von der anderen Seite. Und die füllen dann quasi diese Kohlegeneratoren auf. Und ihr seht, das Wasser ist immer voll. So, das heißt, das funktioniert. Und natürlich, die anderen 120 werden hier weitergeleitet und füllen hier entsprechend auf. So dass wir insgesamt immer die entsprechenden 720 Wasser anliegen haben. Wichtig an der Stelle ist, wenn ihr Probleme habt, dass die Generatoren nicht so ganz anlaufen, macht erstmal so 4-5 aus und lasst die Pipes sich mit Wasser füllen. Denn sofern die Pipes voll sind, läuft das System runder. Denn volle Pipes sind glückliche Pipes. Bitte merkt euch das. Das Fluidsystem ist aktuell, sage ich mal, hat so seine Challenges, deswegen bitte merkt euch das, lasst eure Pipes voll laufen und dann macht erst den Rest an. Und dann seht ihr hier auch immer, zack, die Fluktuation ist im Prinzip kaum da und die Pipes sind immer voll. Weil ihr müsst euch Pipes vorstellen wie kleine Fluid-Container und da wird das Wasser immer hin und her geschoben. Und wenn da auch nur eine Pipe nicht ganz voll ist, dann hast du kurzzeitig einen Verbrauch, der über diese 720 rüber geht. Ja, also die Kraftwerke brauchen 720, aber dann gibt es da halt noch eine Pipe, da ist halt nicht genug Wasser drin und dann will diese Pipe auch Wasser haben. Und deswegen geht der Verbrauch über 720 und dann bricht das alles zusammen. Also volle Pipes machen. So, zusammenfasst haben wir dann 16 Kohlekraftwerke. Ich finde das hier als Ort ist hier übrigens in den Grassfields ganz entspannt. Erstes Setup kann man hier ganz gut bauen. Der kleine See gibt genug Platz für diese 6 Extraktoren hin. 16 und die Kohlemine. Wo habt ihr die Kohle her oder wo habe ich die Kohle her? Die gibt es hier hinten. Wir haben einen MK2-Miner drauf. Der holt halt die 240 Kohle raus. Es gibt hier hinten auch noch Kohleminen. Eventuell müsst ihr die mit dem Truck oder sonst wie hinbringen. Aber es macht Sinn, die Kohle zu befördern, nicht das Wasser. Ne? Stichwort Pumpen. Deswegen Feststoffe sind da einfacher zu befördern. So, kommen wir nun
zur Nummer 3. Wir sind im Midgame angekommen. Wir haben jetzt gerade den Space Elevator hochgeschickt. Wir haben Tier 5 und Tier 6 vor uns. Und wir haben jetzt quasi Möglichkeiten, unseren Strom auch anders zu erzeugen. Und zwar mit den Treibstoffgeneratoren. Und ich möchte euch jetzt ein Setup vorschlagen, was, wie ich finde, am Anfang ganz gut funktioniert, um so die ersten Tier 5, Tier 6 Sachen so ein bisschen in Angriff zu nehmen. Kann ein wenig für neue Spieler etwas überwältigend sein. Auf einmal hast du Plastik oder Kunststoff, dann Gummi, dann hast du noch Treibstoff, dann kannst du den ganzen Kram verpacken, wozu, dies, das. Viele Fragen, aber bleibt dran, wir gucken uns das mal genau an, wie wir das lösen können. Dazu benötigt ihr aus Tier 5 die Ölaufbereitung, logischerweise. Ihr braucht die industrielle Fertigung, eventuell alternativer Flüssigkeitstransport, dazu aber später mehr. Und aus Tier 6 natürlich die erweiterte Energieinfrastruktur. Damit dieses Setup funktioniert, müsst ihr ein bisschen handcraften teilweise, aber und auch teilweise ein bisschen Flüssigkeiten wieder, sage ich mal, wegspülen, aber dazu gleich mehr. Dieses Setup geht hier gerade von 360 Öl die Minute aus und wir sind hier gerade an der, ich weiß nicht, heißt das hier Gold Coast? Genau, irgendwie hier auf der linken Seite der Map. Hier gibt es eine ganz gute Position. Wir haben hier vier Ölquellen, die theoretisch 720 Öl die Minute rausballern können. Wir nehmen jetzt erstmal nur 360. Das Setup ist natürlich skalierbar. So, dann geht's mal los. Diese 360 Öl, ihr seht, wir haben hier einmal die Quelle, die haut hier 120 raus und da hinten haben wir nochmal eine reine, die macht 240 logischerweise. Und diese 360 Öl, da fragt ihr euch jetzt natürlich, Mensch, das sind doch schon wieder mehr als in so eine Pipe passt. Ja, aber erinnert euch, wir haben bei Kohle gelernt, wenn wir von zwei Seiten die Flüssigkeiten zuführen, dann ist das der Pipe erstmal egal, weil sich das schön verteilt auf die, in dem Fall, Raffinerien. Wir haben 6 Raffinerien. Diese 6 Raffinerien haben ein Rezept und zwar Treibstoff. Wir machen quasi aus 60 Rohöl machen wir 40 Treibstoff und 30 Polymerharz. Das mal 6 und schon kommen wir auf unsere 360 Öl. Das heißt, wir generieren aktuell 240 Treibstoff und 180 Polymerharz. Die 240 Treibstoff könnt ihr ganz einfach auf 20 Treibstoffgeneratoren aufteilen. Dann habt ihr, ja, dann ist der gesamte Treibstoff weg, ne? Und ihr habt entsprechend 3000 Megawatt Strom erzeugt. Dann habt ihr noch die 180 Polymerharz, mit denen könnt ihr mit Wasser ein wenig Gummi oder Plastik machen. Aber guckt euch mal das jetzt hier an. Wir machen das exakt so, wir haben jetzt diese 240 Treibstoff und die splitten wir hier auf. 230 gehen hier und 10 gehen nach da. Warum gehen 10 nach da? Weil wir hier und zwar diesen Verpacker haben oder Umfüllanlage nennt sich das. Und hier verpacken wir 10 Treibstoff die Minute mit 10 leeren Kanistern in 10 verpackten Treibstoff die Minute. Wozu? Weil das ist der Stuff, den ihr braucht, um euer Jetpack zu befüllen. Und Jetpack ist halt eine super Sache, gerade im Midgame, wenn ihr anfangt, endlich mal fliegen zu können. Ihr kommt viel leichter überall hin, dies, das. Jetzt müssen wir nur noch diese Kanister bauen und dazu nutzen wir Kunststoff. Wie genau machen wir jetzt oder erkläre ich euch. Jetzt haben wir noch 180 Polymerharz. Diese 180 Polymerharz teilen wir auf 4 Raffinerien auf. Wir haben 2 Raffinerien, ihr seht es schon an der Farbe, die Plastik herstellen. Da schauen wir kurz rein. Da brauchen wir 2 mal 60, also insgesamt 120 Polymerharz sind weg. Das behalten wir im Kopf, wir haben also noch 60 übrig. Und in dem Fall 40 Wasser, was insgesamt 40 Kunststoff herstellt. 40 Kunststoff haben wir jetzt hier quasi. Dann haben wir hier neben Gummi. Da takten wir ein bisschen runter, 75%, und machen 15 Gummi die Minute, brauchen 30 Polymerharz. Wir machen also das Doppelte, brauchen also 60. Das ist exakt das Polymerharz, was wir auch noch übrig haben. Und 2 mal 30 Wasser, also 60 Wasser die Minute. Zusammen mit den 40 brauchen wir also insgesamt 100 Wasser die Minute und 180 Polymerharz. Und generieren 40 Plastik und 30 Gummi. So, die 40 Plastik schieben wir hier natürlich zusammen mit dem Gummi einfach raus. Aber 5 von diesem Plastik geht hier rein und macht die Kanister für unseren Treibstoff. So, das bedeutet, wir generieren nicht 40, sondern tatsächlich 35 Plastik und 30 Gummi, die hier weitergehen. Zusätzlich natürlich noch 10 verpackte Treibstoff und die könnt ihr euch dann hier hinten irgendwie in Container speichern oder per Zug wegfahren lassen, wie ihr wollt. So, dann haben wir exakt 230 Treibstoff und das verteilen wir hier auch auf 20 Treibstoffgeneratoren. Jedoch der letzte hier, ne, uns fehlen ja im Prinzip 10 Kubik, deswegen habe ich den hier runtergetaktet auf tatsächlich nur 9,75%.
Und er macht immerhin noch 25 Megawatt. Und wir haben hier die letzten 2 Kubik werden hier auch abgenommen. Und ihr seht wiederum, die Pipes sind voll, denn nur volle Pipes sind glückliche Pipes, liebe Leute. Das ist hier auch der Fall. Und so funktioniert hier das Setup. Also nochmal kurz im Überblick. Wir haben hier einen Wassergenerator. Der holt nochmal 120 Wasser raus. Wir brauchen aber nur 100. Ne? Den könnte ich noch runtertakten. Mache ich glatt mal. Und so haben wir das. 100 Wasser. Zusammen mit dem Polymerharz machen wir ein wenig Gummi und Plastik daraus. 5 von dem Plastik geht in Treibstoffkanistern. Diese zusammen mit den 10 Kubik Treibstoff wird abgefüllt und für Jetpack benutzt. Dann haben wir, wie gesagt, noch 35 Plastik und 30 Gummi übrig. Und die 230 Treibstoff, die wir noch hier haben, gehen in 20 Generatoren, die dann insgesamt, berechnen wir kurz, 19 mal 150 plus 25, 2875 Strom zeugen. So, damit seid ihr erstmal ganz gut aufgestellt. Das ist sozusagen diese erste Hürde, die erste Ölverarbeitung, die ihr aufbauen könnt. So habt ihr Plastik, so habt ihr Gummi, ihr habt Treibstoff und ihr habt auch Strom. Und das mit einem recht übersichtlichen Setup, wie ich finde. Von daher alles gut. Ein Hinweis jedoch noch. Die Treibstoffgeneratoren, die brauchen sau viel Materialien. Und ihr seht es hier unten. Wir brauchen Quickwire, also Caterium braucht ihr. Wir brauchen tatsächlich Gummi, was wir aber erst eigentlich produzieren. Motoren, das kriegen wir schon hin durch Stahl. Die schweren modularen Rahmen und Computer. Das heißt, bis ihr die Dinger hier bauen könnt, müsst ihr euch erstmal diese Sachen hier sozusagen zusammenbauen oder zusammen farmen. Vor allem aber auch Gummi. Und Gummi produzieren wir doch erst hier. Ne? Also in dem Fall habt ihr eine einen Treibstoffüberfluss, den könnt ihr halt komplett erstmal verpacken, ne? Bis ihr genug Gummi habt, um die Treibstoffgeneratoren zu bauen. Oder ja, wenn ihr einfach hier rauf geht auf so eine Pipe und dann könnt ihr das gesamte Rohrnetzwerk einfach mal entleeren oder es in einem industriellen Container aufbewahren, wie ihr wollt. Aber das nochmal als Hinweis, die Treibstoffgeneratoren sind sauteuer im Bau. Gut, das hier zum quasi Midgame Stufe 1 Ölverarbeitung. So, jetzt geht es weiter und zwar Stufe 2 der Treibstoffgeneratoren der Ölverarbeitung. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt das soweit am Start. Ihr habt jetzt eure ersten 2, 3 vielleicht Ölraffinerien oder Standorte gebaut. Ihr stellt Gummi her, Plastik her, alles kein Problem. So langsam wird aber euer Megawattbedarf immer höher. Was tun? Und hier kommt die Stufe 2 ins Spiel. Also, ihr könnt natürlich 360 Treibstoff beispielsweise herstellen. Dann habt ihr die 360, die ihr dann in 30 Treibstoffgeneratoren reinballern könnt. Das wären dann auch entspannte 4500 Megawatt. Aber jetzt kommt's. Ihr könnt das natürlich auch noch ein bisschen anders lösen und noch ein bisschen mehr Megawatt rauskitzeln. Dazu benötigt ihr 2 alternative Rezepte. Das heißt, ihr müsst auf Festplattensuche gehen und dann das erste Rezept, die verdichtete Kohle, finden. Das macht quasi aus Kohle und Schwefel die verdichtete Kohle. Die könnt ihr übrigens auch in Kohlekraftwerke reinballern, aber wozu? Es geht zwar, es macht die Kohlekraftwerke ein wenig effizienter, das heißt, sie verbrauchen weniger. Sie machen nicht mehr Megawatt, ganz wichtig, sie verbrauchen nur weniger. Das heißt, ihr könnt mehr Kohlekraftwerke befeuern mit der verdichteten Kohle, aber ganz ehrlich, empfehle ich euch nicht. Denn wenn ihr verdichtete Kohle habt, dann habt ihr auch bald das nächste Rezept und darum geht es heute, der Turbotreibstoff. Der ist natürlich Deluxe, liebe Leute. Der ist Deluxe. Ihr braucht von diesem Turbotreibstoff, ihr müsst erstmal das Rezept finden. Und das Standardrezept ist tatsächlich Treibstoff plus verdichtete Kohle ergibt Turbotreibstoff. Warum der so geil ist und so weiter, erkläre ich euch gleich. Wir schauen jetzt aber erstmal, warum wir den überhaupt machen wollen und wie wir ihn vor allem machen. Also, wir gehen mal davon aus, ihr habt jetzt diese 360 Treibstoff übrig und ihr sagt, komm, wir hauen das nicht in 30 Treibstoffgeneratoren, sondern verarbeiten den weiter zu Turbotreibstoff. So, und da habe ich euch hier schon mal 16 Raffinerien hingestellt, denn das ist exakt die Anzahl, die ihr benötigt, um diese 360 Treibstoff weiter zu verarbeiten. Übrigens, 360 Treibstoff, dazu braucht ihr 540 Öl. Als Standort empfehle ich euch hier so ein bisschen die, nennt sich Spire Coast, hier ist super viel Öl. Da könnt ihr euch die 540 Öl einfach mal entspannt abknapsen. Die 540 Öl hier hochpumpen und dann erstmal Treibstoff draus machen. Ihr kennt das normale Rezept, Treibstoffrezept aus der Raffinerie. Da kommen dann auch noch 270 Polymerharz nebenher mit raus. Die verschifft ihr einfach oder haut weg mit den Zügen und ballert in eure Gummi- oder Kunststoffproduktion rein. Mit ein bisschen Wasser habt ihr da auch nochmal ordentliche Nebenprodukte. So, jetzt haben wir die 360 Treibstoff und wir brauchen
15 verdichtete Kohle und 22,5 Treibstoff. Also, wir gucken mal an. Das passt natürlich ganz genau. Durch 22,5 sind exakt 16, daher die 16 Raffinerien. Und durch 15 ist 24. Achso, nicht 360. Wir haben 16 Raffinerien mal 15. Wir brauchen exakt 240 verdichtete Kohle. 240 verdichtete Kohle machen wir machen wir in Fabrikatoren, Assemblern zu Englisch. Und die machen 25 pro Minute. Das heißt, wir brauchen 240 durch 25, 9,6. Und das habe ich euch mal vorbereitet. Und zwar hier. Hier haben wir die 10 Assembler am Start. Einer natürlich nur auf 60% und die machen aus Schwefel und der Kohle die verdichtete Kohle. Und zwar, ihr seht es hier, der Fabrikator hier, 25 rein, 25 rein, ergibt 25. Nettes Rezept, nette Ratio, 1:1 in diesem Fall. Und hier oben haben wir den einen Assembler natürlich mit runtergetaktet auf 15. Das heißt, wir haben jetzt 240 von dieser Kohle am Start. Wie komme ich hier wieder raus? Ich flippe hier gleich aus. So, okay. Das haben wir jetzt, 240 verdichtete Kohle. Ihr braucht dazu 240 Schwefel und 240 Kohle. Die müsst ihr hier irgendwie rankarren, am besten mit ein wenig Zügen. Ja, Turbo Schwefel, Turbo Kohle heißt es bei mir. Kram kommt hier rein, wird hier verarbeitet. So, diese 240 kommen dann hier einfach mit rein und am Ende habt ihr 18,75 pro Raffinerie. Das rechnen wir uns mal kurz aus und ihr werdet sehen, mal 16, auch wieder eine sehr schöne Zahl, nämlich 300 Kubik. Liter Turbotreibstoff. Und diese 300 Kubikliter, die pumpen wir jetzt in die Treibstoffgeneratoren rein. Aber ihr sagt, Mensch, Chucky, was bringt denn das? Da kann ich ja doch eh nur 30 wieder benutzen. Ne? Oder nee, warte mal, 300, ja, 12 haben wir benutzt durch 12. Das sind dann nur 25, sind doch 5 weniger. Halt, stopp, sage ich. Denn da haben wir exakt nicht die 12 Kubik, die wir verbrauchen, sondern nur 4,5. Und da liegt hier quasi der Hase im Pfeffer. Wir verbrauchen tatsächlich fast nur ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel von den Treibstoffnormalen. Und das bedeutet, dass wir viel mehr Treibstoffgeneratoren mit 300 Kubik Turbotreibstoff bedienen können, als mit 360 normalem Treibstoff. Und das ist exakt so viel. 300 durch 4,5 sind 66. Mehr als das Doppelte, liebe Leute. Fast 67. Ich empfehle euch natürlich 66 zu bauen, die 6 hast du im Überschuss, damit das System schön schmiert und ordentlich läuft. Genau, und dann habt ihr quasi diese 66,6, wenn ihr noch richtig geil seid, wir rechnen das mal in Megawatt aus, das sind entspannte 10 Gigawatt, 10.000 Megawatt, 10 Gigawatt für, und jetzt kommt es, 540 Öl, 240 Schwefel, 240 Kohle. Ich blende euch gleich auch nochmal das Diagramm dazu ein, wie das ganz genau aussieht und wie ihr das am besten aufbaut. So, liebe Leute, und es ist soweit, letzte Stufe der Ölraffination bzw. der Treibstoffgeneratorfabriken und Setups. Und zwar, ihr seid jetzt in Tier 7, ihr seid jetzt quasi kurz vor Endgame, ja, ihr habt noch nicht Atomkraft bzw. oder ihr habt es schon, aber wollt euch damit noch nicht auseinandersetzen, der ganze Strahlenbums geht euch auf den Sack. Also fragt ihr euch, wie kriege ich jetzt den ganzen Strom dafür ran? Und hier, 4 Nord, ja, Chucky ist hier. Ich erkläre euch, wie ihr das am besten machen könnt. Und zwar, dank Update 4 haben wir da eine super neue Möglichkeit gefunden, wie wir das am besten umsetzen können. Dazu benötigt ihr Tier 7 mindestens. Ihr braucht Bauxitraffination, damit ihr den Mixer habt, weil wir brauchen den Mixer. Und Logistics MK5 mindestens auch das, weil wir brauchen inzwischen jetzt, brauchen wir Durchsatzfreunde. Wir müssen ballern auf den Förderbändern und dazu brauchen wir Mark 5. Also, wie geht's hier weiter? Was brauchen wir noch als Voraussetzungen? Wir brauchen 900 Kubik Öl, 400 Kubik Wasser. Ja, das könnt ihr hier wieder schön an der Spire Coast machen. Ihr seht ein bisschen Wasser, 400 und Öl, das holst du dir hier eigentlich komplett hier aus diesen ganzen Ölraffinerien raus. Die sind noch nicht mal übertaktet. Ne? Also die kannst du, hier gibt es genug davon. Ich glaube, wir pumpen hier noch nicht mal alle. Da hinten ist sogar noch was übrig. Alles, hier habt ihr genug Öl dafür. So, dann geht es los. Wir brauchen auch folgende Alternativrezepte. Und zwar Nummer 1, wir brauchen ein neues Schwerölrückstandrezept. Und zwar das hier hinten. Und dass wir Öl machen. Und wir machen quasi Öl. Daraus machen wir Schwerölrückstand und Polymerharz in einer Raffinerie, 40 pro Minute. Das müssen wir im Kopf behalten. Dann brauchen wir ein neues Treibstoffrezept, nämlich der, das nennt sich verdünnter Treibstoff.
und wird im Mixer hergestellt. Das macht aus Schweröl und Wasser Treibstoff. Das war 100 die Minute. Ja, schon mal ordentlicher Durchsatz. Und dann brauchen wir natürlich Turbotreibstoff, wie eben auch schon im Bild davor, jedoch nicht das Standardrezept, sondern das auch für den Mixer, das alternative Rezept, 45 in die Minute. Ihr seht schon, wir gehen hier ganz klar auf Produktionsraten. Okay, nachdem ihr diese Rezepte habt, ich glaube, das heißt Turbo-Schwertreibstoff oder Turbo-Mischtreibstoff, also die genauen Namen müsst ihr nochmal nachgucken, aber das sind auf jeden Fall die Rezepte, die ihr dafür benötigt. So, und was macht ihr dann? Also ihr pumpt erstmal die 900 Kubik Öl hoch und die 400 Kubik Wasser. Die 900 Kubik Öl haut ihr erstmal in Raffinerien rein, und zwar in, ich glaube, 30 sind's. Mal zählen, 1, 2, 3, ja, auf jeden Fall eine Menge, 30 sind's. Müssen mal gucken, wie viel die raushauen. Genau, das ist dieses Rezept, 40. Und wenn ich jetzt 30 Raffinerien habe, dann sind es 1200. Also, wir müssen 1200 Schwerölrückstände produzieren. Das tun wir, indem wir jetzt einfach die 900 Kubik Öl da reinballern. Ne, nehmen wir mal, ich glaube, wir gucken mal rein. Wir brauchen 30 die Minute. Ne? Das heißt, 900, ihr seht schon, durch 30 gibt 30. Wir brauchen 30 Raffinerien. Jetzt stellen wir also 1200 Kubik Schweröl her. Das im Kopf behalten, 1200 Kubik Schweröl und ich glaube 600 Polymerharz. Diese Polymerharz-Sachen, die könnt ihr einfach entweder wegschreddern oder in den Bahnhof packen. Ich würde beides in, also ich würde es im Bahnhof packen und dann irgendwo hinkarren, wo ihr es dann weiter verwendet. Multiple Builds könnt ihr damit machen, wo überall Gummi und Plastik gebaut wird, könnt ihr den Polymerharz oder das Polymerharz hinbringen. Dann haben wir hier 1200 Kubik Schweröl. Davon nehmen wir 200, also 5 Raffinerien hier in schwarz. Und aus diesen 200 Schweröl, die ziehen wir zusammen mit Wasser in 4 Mixer rein. Diese Mixer machen mit dem Schweröl und den 100 Wasser, also ein Mixer 100 Wasser und 50 Schweröl, das natürlich mal 4, haben wir hier oben 200 Schweröl und 400 Wasser. Hierzu brauchen wir also 400 Wasser. Wir machen da 400 Treibstoff die Minute, auch im Kopf behalten. Das heißt, wir haben jetzt 400 Treibstoff. Dann nehmen wir wieder 5 Raffinerien, wieder 200 Kubik Schweröl und ballern die in wieder 5 Raffinerien rein, aber die machen Petrolkoks. Und hier bauen wir dann also mit 5 Raffinerien insgesamt, 5 mal 120 sind in dem Fall 600, 600 Petrolkoks. Und ihr merkt schon langsam, aha, wir brauchen 600 Schwefel, wir haben 600 Petrolkoks, das geht schon mal super auf. So, und dann haben wir noch 800 Kubik Schweröl übrig. Und jetzt haben wir hier so eine kleine Armee von Mixern an der Zahl 27, denn zeige ich euch gleich. Wir gucken uns jetzt mal kurz das Rezept an. Dadurch nehme ich mal in so einen Mixer rein. So, wir brauchen 15 Treibstoff. Also wir haben ja 400, ne? Also, und jetzt kommt es auch ein bisschen auf die Ratios an. Wir haben 400 Treibstoff, wir haben 800 Schwerölrückstand. Wir brauchen 15 und 30. Das heißt, immer das Doppelte an Schwerölrückstand als das, was wir an Treibstoff haben. Was ja auch passt, weil 400 und 800. Schwefel und Petrolkoks brauchen wir exakt die gleiche Menge. In dem Fall 22,5. Wir haben 600, genau für beides, das passt halt auch super. Das bedeutet, also, wenn wir jetzt mal kurz rechnen, wir haben 400 Treibstoff durch 15, sind 26,667, in dem Fall also die 27 Blender und den letzten Blender, den werden wir ein bisschen runter takten. Das haben wir getan, und wenn wir jetzt diese 26,7 mal die 45 Turbotreibstoff, die wir jetzt hier rausbekommen, 45, Freunde, das müsst ihr euch mal klar werden. 45 Turbo-Treibstoff, die, zack, zack, mal 45, boom, Jungs, 1200 Kubik Turbo-Treibstoff in der Minute. Und was das heißt, geteilt durch 4,5 ist das, was die Treibstoffgeneratoren benutzen, 266,67, das heißt, ihr könnt 267, dann haben wir mal 266 Turbo-Treibstoffgeneratoren damit befüttern. Was das für euch in Gigawatt heißt, ist 40.000 Megawatt. 40 Gigawatt an Strom, die ihr einfach mal in euer System pumpt. 40. Das ist schon ganz schön krass. So, und das sieht dann am Ende tatsächlich so aus. Ne, ich habe es ein bisschen color-coded, das heißt, Lila ist Schweröl, ja, das hier ist Treibstoff, ihr seht's, dann haben wir hier unten Petrolkoks und Schwefel und das geht hier immer schön in diese Blender rein, und diese Blender machen dann in dem Fall den Turbotreibstoff, den wir hier hinten an den roten Pipes einfach abführen.
Diese roten Pipes gehen jetzt hier unter Tage hier weg und ihr seht schon, hier kommen sie an, 3 Stück. Hier mit ein bisschen industriellen Containern und dann seht ihr hier schon die entsprechenden 266 Treibstoffgeneratoren. Die anzuschließen ist ein bisschen tricky. Ihr müsst Loops machen und, damit hier auch wirklich alles voll ist und auch teilweise wirklich erstmal warten, bis die Pipes wieder voll sind, denn sagt es mit mir, nur volle Pipes sind glückliche Pipes. Und deswegen dauert das halt einen Moment. Aber das könnt ihr einfach mit 3 Loops hier machen im Prinzip. Ne? Ihr nehmt das hier alles ran, füttert halt immer ein bisschen zu und dann loopt ihr das hier einfach über 3 Reihen. Ich habe jetzt pro Reihe, ich glaube 37 oder so stehen. Und dann geht das auch. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das quasi aussieht, da gibt es verschiedene Setups. Das Flüssigkeitssystem, wie gesagt, hat gerade so ein paar Challenges, aber im Endeffekt kriegt man das ganz gut hin. Ich glaube, so sieht man das auch ganz gut. Ne? Wir füttern halt immer Treibstoff zu und die roten Pipes ziehen sich hier einmal durch. Wenn ihr schlau seid, macht ihr die auch ein bisschen erhöht, sodass das alles in die Treibstoffgeneratoren sozusagen runterfällt. Fluid, dann habt ihr auch noch ein bisschen weniger Probleme. Aber am Ende des Tages, ne, hier ist ganz wichtig, hier hinten ist nochmal der Loop, der dann hier alles nochmal miteinander verbindet, sodass wir hier tatsächlich die 1200 Kubik Turbotreibstoff ranbringen können. So meine Lieben, das war auch schon der letzte Build für Treibstoff und Öl. Es gibt natürlich noch Nuklear, das sprengt jetzt aber heute das Video, das würde ich vielleicht nochmal separat in einem anderen Video machen, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, seid herzlich eingeladen, an meinem Twitch-Stream vorbeizuschauen. Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils 19 Uhr, Sonntag sogar 17 Uhr. Und ansonsten habe ich noch auf dem Kanal eine Menge andere Tutorials, wenn ihr darauf Lust habt. Nebenbei mache ich gerade noch ein Let's Play. Und liebe Leute, es ist auch bald wieder soweit für ein neues Show Your Factory Event. Und zwar am, lasst mich gucken, 29. Genau, 29. Mai machen wir das nächste Show Your Factory Event. Preis im Gesamtwert bis zu 100 Euro zu gewinnen. Bewerbt euch bei mir auf dem Discord mit eurer Fabrik. Dort findet ihr auch alle Informationen dazu. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen damit. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, unten in die Kommentare oder in den Stream. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tuki.